das mal zu erklären mit diesem Holistic Management. Wenn man, hier ist natürlich jetzt in der Schweiz, hier ist das jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel. Aber in Spanien oder in Afrika, dann entsteht praktisch dieses Gras. Und das ist meistens ja dann praktisch nur einjährig. Das könnte ja mehrjährig sein, aber das ist wie einjährig. Dann entsteht praktisch eine Decke aus diesem alten Gras. Und dadurch kann im nächsten Jahr hier unten drunter nichts Neues wachsen. Da kommt nichts Neues hoch. Das wird dann praktisch wie verstecken. Und wenn man dann praktisch das Gras entfernt, indem man zum Beispiel einfach das entweder nicht so hoch werden lässt, durch zum Beispiel jetzt Hühner, die da immer wieder regelmäßig das abfressen, oder halt auch durch Rinder, Kühe oder Ziegen, dann entsteht hier draus, das ist das Geniale an so einem Mist oder so einem Pferdeapfel, das ist ja nur Gras, was praktisch in sich komprimiert ist. Es ist nur komprimiertes Gras. Und dieses komprimierte Gras, das kann man dann, das komprimierte Gras, das kann man dann im Gemüsebereich praktisch als Dünger verwenden, als schnell verfügbaren Dünger ist das dann vorhanden.